Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, und wie es dazu kam, dass das jetzt so ausschaut, das seht ihr jetzt mal in einem Schnelldurchlauf.
So, nachdem ihr sozusagen die wilde Räumerei und das restliche Rausräumen gesehen habt, ja, also ist jetzt genau also ein halber Chunk. Ja, die zwei Seiten sind sozusagen draußen und die Seite ist drin, bei dem wäre es halt draußen. Ganz einfach. So, dann hätte ich gesagt, dann können wir auch noch die gleich abmachen. Weil das muss ich natürlich auch noch irgendwann wegmachen. Aber ich hätte jetzt gesagt, hat momentan ist nicht so eine Extrempriorität. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal Werkzeug, weil ich muss jetzt darunter und ich brauche noch Weizen. Denn wir brauchen weiteres Leder. Und es ist wieder das passiert, was immer passiert am Anfang. Rubber Tree ist abgeholzt. Solange ich keinen Überschuss habe an den Saplingen, kriege ich auch keine. So, dann hüpfen wir mal zu den Kühen rein. So, du und du. Dann du und du. Gut. Dann du und du. Und du und du. Danke. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir genügend Leder gekriegt haben. Ein bisschen was überlegt habe ich mir auch. Ich habe mir gedacht, ja, hier oben brauche ich jetzt dann doch nicht so viel Platz davor. Darum wird auch dann die Treppe sozusagen weiter nach hinten rücken. Und dann haben wir hier auch ein bisschen Platz, wo wir eventuell Bäume oder Wege oder sonst was hin machen können. So, wir haben 5 Leder bekommen. Ist ein bisschen wenig, aber was will ich machen? Das heißt, ich brauche jetzt da ein bisschen was. Dann heißt es jetzt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4. Dann geht das so. Dann geht das so. Und das Leder kommt da rein. Du kommst erstmal dahin und du gehst wieder oben rauf. So, dann kann ich das schon mal hinhängen. So, dann kann man natürlich noch das Zeug hier claimen. Das habe ich das letzte Mal nicht gemacht, weil es ein bisschen Text. You smelted does a great job mixing metals into alloys, but it's not very efficient and limited in its complexity. Okay, it may also come in handy when processing raw rubber. Genau, also das ist das hier meint halt, man sollte auf jeden Fall darauf achten, um immer auf das beste Rezept zu achten, weil es gibt zum Beispiel Alloy-Smelter, gibt zum Beispiel Forgehammer oder sonst was, ne, was halt immer besser ist. Auf jeden Fall achten. Er sagt mir halt auf jeden Fall, er kann halt simple Legierungen machen. Wie zum Beispiel Red Alloy. Man kann machen Bronze und. Das wird halt Ding. Genau. So, note like Steam Machines, the Output Port. Doubles is a steam outlet. When receipts complete, it may be blocked. Also steam is hot. Remember, change the output side by working with a bench. The 3x3 grid will show you which side the output will move to when you work it is. Genau, das ist das, was ich beim letzten Mal erklärt habe.
Okay, Warning. The Alloys Melder Receipts take a lot of steam. Do them one by one until you understand how fast you use steam and how much you will need buffered. Large pipe are a decent poor moans buffer and the boiler can hold quite a bit of steam. Also da drauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Also ich sage immer, wenn man den normalen, also den kleinen hat wie den, wie gesagt, maximal 2 bis 3 Ingots. Maximal. Ära 1 bis 2. Ja, lieber warten, bis man sieht, ah, okay, der füllt sich wieder. Aber man sieht leider nicht, wie viel das der im Puffer hat, weil man muss sich ja so, man muss es so sehen, der haut Steam raus oder auch später irgendwann Strom. Und dann hat der einen internen Puffer und von diesem internen Puffer nimmt er sich's. Wenn dieser interne Puffer leer ist, egal wie viel das da hinten dran ist, geht die Maschine aus. Also das heißt, wenn ihr jetzt da 5000 Pipes habt, wo jetzt jeweils, wie jetzt bei dem, sagen wir mal, 100 Millibuckets drin sind, ja, das sind ja auch dann richtig viel, aber wenn halt da drin nichts drin ist und weil der halt so wenig nachpumpt, dass der halt nicht mehr arbeiten kann, dann geht eure Maschine aus. Dann empfehle ich euch auch sofort, Hammer nehmen, Hammer draufhauen, warten bis da viel so viel Steam wieder nachgepuffert ist, dass der neu laden kann. Wichtig. So, okay. Was wollen wir auf jeden Fall in dieser Folge tun? Also ich habe da mal auf jeden Fall ein bisschen Bronze bekommen. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich Red Alloy Ingots. Das heißt, wir müssten eigentlich Redstone suchen. Das habe ich leider nicht mehr letztes Mal geschafft, weil das war dann doch ein bisschen viel. Also das sind jetzt mal so 2,5 Stunden gewesen. Ja, also ich schaue da jetzt immer wieder mal drauf. Server-Info. Server-Tops. Also gestorben bin ich immer noch nicht. First Scene. Einen Tag, 2 Stunden, 58 Minuten. Und 15 Stunden gespielt. Also da, jetzt wisst ihr, was ich meine mit GT frisst Zeit. Also GT ist nichts für Leute, die wohl mal schnell was machen wollen. Das könnt ihr vergessen. So, also auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Dirt. Ich gehe jetzt mal mit euch zusammen auf Expedition. Und ich sollte mir den da mitnehmen. Und ich sollte mir aus dem da was mitnehmen. Weil Redstone wird mittlerweile nämlich wichtig, weil ich brauche das Red Alloy. Oder Redstone Alloy. Und wir brauchen definitiv Diamond Hexer, dann gehen wir dahin. Jawohl. Wir brauchen. Eigentlich bräuchte ich auch Lapis. So. Die Herrschaften. Merkt der nicht. Und wenn doch, soll er sich beschweren kommen. So, wir gehen nochmal auf F9. Wackeln habe ich dabei.
Dann hätte ich mal gesagt, ich buddel mal nach unten. Ja, Zombies. Oh. Wir spielen mit dem Skelett. Danke. Ich habe schon den Geist gesehen, aber den werde ich nicht kriegen. So, jetzt ist natürlich mein Problem. Steine habe ich keine einstecken. Das heißt, ich muss jetzt mal schnell hier aufgraben. Und wir müssen ein bisschen weiter runter gehen. Arschen kann ich mich selber. Da kommt mit einem Pfeil raus. Au! Besser Effekt 5 Sekunden. Ja, die ganze Zeit freut man sich, dass man keine Viecher hat. Ja, und weh, du hast dann welche. Dann willst du keine. So, man kann es keinem recht machen. So, jetzt ist mein Problem. Jawohl, der ist weg. Geh aus! Geh aus! Ich hab gesagt, du sollst ausgehen. Das ist schade, dass man jetzt nicht sieht. Uah! Ich hätte gesagt, hier schaue ich später rein. Da pumpt das Herz. Ganz schnell nach Hause. Ich habe auch nichts zum Essen dabei, sehe ich gerade. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall meinen Pfeil reparieren. Oh Gott, geht mir gerade die Düse. Ja, meine Leben regenerieren ja Gott sei Dank, aber halt sehr, sehr langsam auch noch. Der war hier, glaube ich, ne? Genau. Sterben, weil ich zu doof war, mein Essen mitzunehmen. Das war mal wieder typisch ich. Okay, so, dann hätte ich gesagt, wir nehmen hier die Ingots, lassen wir daheim. Fleisch kommt dahin. Hätte ich mal gesagt, fangen wir mal da an, die Münzen reinzuschmeißen. Hatte ich nicht gesagt, ich möchte meine Sachen reparieren? Sonst sollte ich das auch tun. So, das Schöne ist an diesem Tisch. Kann man halt mehrere machen.
Wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist doch nichts Neues. Für einige leider schon, habe ich nämlich mitgekriegt. Ah, das sind 6 Stück, was man gleichzeitig wirft, okay. Ups. Da lang bitte. Und der ist durch. Ich schließe jetzt eine komplette Wette ab. Wenn ich jetzt dieses Ding nicht runtergehe. Da ist Redstone drunter. Genau da. Gehe ich runter, ist kein Redstone drunter. Ja, Minecraft hat Ohren und GT gleich 2. Was? Der will Redstone? Nee. Das ist dann ein Feld weiter. Ist ein Feld weiter. Ja. Wupp, wärst da hingegangen, hättest du Redstone gefunden. Pferdchen, erschreck mich nicht so. Nicht nett. Nachtigall, ich höre dich trapsen. So, dann kommst du mal weg und du kommst weg und ihr zwei geht dahin. Schmeiß halt runter. Okay, so. Wir gehen runter. Fackel setzen, schon ist da ein bisschen heller. Ne? Wenn der stirbt, bin ich glücklich. Ja, glücklich. So, sehe ich da noch einen Kameraden? Nein, ich sehe keinen Kameraden, aber ich höre ihn schmeißen. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ja, werde ich. Ich sehe, ich höre, ich spüre den Pfeil schon in mir drin. Erste Mal gestorben. Verdammt. Ja, ich hätte als die, ja, als die Hexe, als ich die Hexe gesehen habe, hätte ich sofort weglaufen müssen. Die doch. Wird die jetzt auch noch dabei gehabt? Na, dann wäre ich erst. Großartig! So. Da sind sie. So, wir machen jetzt meinen Trick. Ich hoffe, dass der klappt.
Ich hätte mir. Ja, das Problem war gerade. Dass ich die Scheißsteine nicht hingekriegt habe. Und ich wollte wieder ausfackeln. Warum auch immer. So, jetzt laufen wir erstmal in die Richtung da. Da habe ich schon einen. So, ich bin gestorben hier. Ein paar Chunks muss ich schon noch laufen. Und sofort die Wand zumachen. Wenn ich jetzt da keinen Redstone kriege, ne? Ja, Fuchs, Teufelswelt. So, wir sind jetzt 2, 4, 6, 8. Gehen uns nochmal die Aussicht anschauen. So, hervorragend und zurück. Also, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, TPen tun sich ja immer noch sehr viele. Ich versuche es jetzt auch zu vermeiden. Oder was heißt vermeiden? Ich mag es momentan nicht. Aber wenn man halt stirbt und dann okay, gibt es halt Leute, die sind halt 20, 25 Blöcke weg. Da ist mein Death Point. Und dann. Jumpen die da halt volle Kanne rein. Die Hexe ist noch da? Das bringt mich total weiter. Auch nicht auf. Gib mir das. Ich muss noch weiter weglaufen. So. Okay, ich muss jetzt halt nur dran denken, ich habe momentan keinen Schlafsack. Das heißt, ich darf nicht so weit weglaufen. Ausmaul habe ich. Ich muss auf jeden Fall bis um 5 Uhr soll ich auf jeden Fall zurücklaufen, wenn nicht zurückrennen. Ist mir egal. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall. Noch weiter. Das waren jetzt 12 Chunks. Ja, aber wie gesagt, das heißt, man läuft halt die Chunks weg und dann despawnen sie halt. Wie gesagt, wenn man sich halt hintippet, ich habe da eine böse Hexe, kannst du die mal wegschaffen? Nicht? Genau.
Hätte ich jetzt auch gesagt. So, das ist gleich 5. Noch 10 Minuten. Kennt ihr das? Um 5 Uhr bist du daheim. Noch 10 Minuten. Als könnte man in 10 Minuten viel mehr machen. Nein. So, ich muss nach Hause. Bringt nichts. Sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr Dirt mitnehmen. Dass, egal ob die Hexe jetzt noch da ist, dass ich sie wegkriege. Also dass ich sie dass ich mich zubauen kann. Die eine Seite, dass dann nichts mehr kommt. Aber ich habe schon, wie es aussieht, recht gehabt, ne? Ja, aber ich brauche ja auch einen Kopf für mein Bett, ne? Also ein Tod. Ein Tod geht zur Not. Hungrig. Total schlapp, komme ich nach Hause. Jetzt muss man also hoffen, ne, dass das, dass die roten Xe nicht vorher zünden, ne, dass die Hexe sozusagen despawned ist, aber sozusagen was Neues da ist. Das wäre echt schön. So, ich habe gesagt, ich brauche Erde, Steine. Ja, vor allem dieses flaschenschmeißende Viech, ne? Ich hasse die wie die Pest, ne? Das ist mein Nemesis. Also gegen Skelette weiß ich, was ich tun soll. Gegen Zombies weiß ich, was ich tun soll. Wobei die Zombies mich mittlerweile auch durch dieses Nachspawnen vom Kameraden, der wo mal hinter dir steht und dir dann eine Backpfeife reindrückt. Dass du meinst, du hast irgendeinen Verwandten beleidigt. Das ist schon nicht nett, ne? So. Aber ich war, wie es aussieht, weit genug weg. Oder, Madame. Na toll. Lass dich hauen, lass dich. Nein, 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 nein. Ah, aber die regeneriert sich nur. Regenerierst du mich mit? Nein. So eine Sau. Dann kriegt man hier mal was Gescheites. So, da ist zu. Ihr könnt mich mal. Okay, Trick bei Hexen. Nah hinlaufen. So mal als grob geschätzt. So, das heißt jetzt, da kommt mein Schwert rein. Die Ansichtssachen. Warum muss ich eigentlich Adobe jedes Mal aktualisieren, wenn ich gerade irgendwie aufnehme? Kann mich auch nicht leiden. Merkt das schon. So, jetzt müsste ich eigentlich alles aufgehoben haben, ne?
So, Bild ab. Und dann die coole Sonnenbrille noch aufziehen. Aufmachen, zumachen, wegmachen. Minecraft weiß bestimmt, wie ich Tode hasse. So, als erstes bauen wir uns jetzt mal hier komplett ein. Dass hier auch ja nichts mehr passiert. Gut. Jetzt haben wir alles. Wir können wieder runtergehen. Small Iron. Das könnte eben noch mal Kupfer sein. Ja, weil reines Eisen ist in der Kupferader drin. Oh, Brown Limonite. Das heißt, wir hätten die zweite, die große Eisenader gefunden. Jawohl, Hammer. Ich habe jetzt leider zwar nicht das gefunden, was ich wollte mit Redstone. Das ist jetzt dann wieder I, glaube ich, mit Iron. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir nach oben. Ich habe jetzt ja Gott sei Dank wieder einen Schlafsack. Aber ich sollte vielleicht doch mal schnell nach Hause. Solange ich noch in der Nähe bin. Und eventuell auch noch mal Fackel machen. Wie gesagt, mein ganzes Gedöns wegschmeißen. Nein, aufräumen natürlich, nicht wegschmeißen. Ja, der hat mir gleich recht gegeben. So, auf jeden Fall hattet ihr euren euren Spaß, meinen ersten Tod. Hurra, hurra. Ich war ja auch noch ein bisschen Clay sammeln. Denn wir müssen auch demnächst noch die Schmelze machen. Dann machen wir das jetzt doch dann eiskalt anders. Ich habe noch einen Kopf bekommen. Und eine Wither Dust. Den habe ich mir richtig verdient. Dann die Pfeile, die tue ich zu den Werkzeuge mit rein unten. Oder Messer. Und mein Kopf, der kommt vor das Bett. Da, wo das Bett hinkommt, da ist dann auch mein Kopf. Oder da kommt dahinter. Genau. So. Wie viel Bronze-Ingots habe ich denn noch? Das Thema ist 3 zu 1, ne? Das Problem ist nur, ich bin nicht, wie gesagt, wenn ich Erze holen will. Ach komm, wir fahren ihn mal hoch, der kann sich mal auslassen. Ne? Wir brauchen ein bisschen Bronze noch, dass wir die nächste Maschine machen können. So, ich habe ja den Cauldron mir geliehen für längere Zeit.
So, das heißt, wir brauchen jetzt den Eimer. Das heißt, ich darf aber auf jeden Fall noch ein bisschen rumlaufen. Ich werde dann mal, glaube ich, in die andere Richtung dann mich fortbewegen. In die da, in die da hinten. Wie weit bin ich hier eigentlich schon rumgereist? Weiter als 4 war ich nicht. Aber jedenfalls da ist Schneebiom. Ne, dann muss ich dann doch nach unten laufen. Ja, wir müssen Rubber Trees suchen und hoffen, dass ich dann mehr als so unter 5 Sapplingen ist da nichts. So, wie schaut's aus? Also das ist total lustig. Wenn ich eine offene, also wenn ich eine leere Hand habe oder ein Werkzeug nehme, das kann jetzt total der Aberglaube sein, ich weiß. Dann bekomme ich aus jedem zweiten was raus. Ist jetzt keine schlechte Quote, aber haut einen nicht vom Stuhl. Wenn ich aber mit einer Hand, die wo eine Frucht hat, egal ob das jetzt Baumwolle war oder ob das jetzt Kartoffeln waren oder, ich habe jedes Mal aus jedem Crop was rausbekommen. Also, das waren jetzt mindestens schon 3 oder 4 Durchgänge. Jedes Mal was bekommen. Faszinierend. So, dann trinken wir mal einen Karottensaft. Das weg, das weg. Müsste meine Sachen noch reparieren. Ja, wir brauchen nämlich endlich diesen Tank. Ich werde die aber momentan ein wenig anders aufbauen. Na, ich glaube, von unten funktioniert nicht. Unten geht nur, glaube ich, hier da geht es auch rein. Muss man testen. Also der da kriegt auf jeden Fall genügend ab. Ich habe jetzt leider keinen Wrench dabei, das heißt, es kann ein wenig rumwabern. Ja, erst wenn der anfängt, Steam zu halten. Momentan glaube ich, das sind 15 Liter. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viel das da drin ist. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht gefunden. Muss ich mal irgendwann mal, wenn ich das. Glaube ich, gibt schon ein Auslesetool. Aber meistens habe ich da kein Steam mehr, wenn ich so weit bin. Okay, also. Genau, ich wollte doch. Da wollte ich hin. Da habe ich ein bisschen Redstone. Und da habe ich auch Redstone. So, und dann kommst du dahin. Und dann tust du das da, dahin und mit dem Hammer da drauf. Dann habe ich jetzt 13. Ja, 14 Stück brauche ich. Also das schaffe ich definitiv nicht. Aber ich kann was machen. Ich habe meinen Eimer dabei. Und ich empfehle immer so viel wie möglich reinschmeißen. Weil man verbraucht, ich glaube, 4 Einheiten Wasser hat man drin. Ein Viertel halt. Wow, wer kann rechnen? Ein bisschen. So, und zwar, wir haben 8 und 2. Mehr nehme ich nicht. Und dafür nehme ich jetzt meine eiserne Picke. So, das heißt, ich habe jetzt da einen Modifier.
nun verwendet? Ah, ich habe dann natürlich nicht die eiserne genommen, ich hält. Sondern ich habe die andere genommen, aber ist egal. Die ist sowieso am langsamsten, dann levelt die noch ein bisschen schneller. Ja, also die hat jetzt eine Geschwindigkeit von 4,8 und die hat eine Geschwindigkeit von 6. Das ist doch schon mal schön. Okay, also, und dann muss man jetzt aber noch gucken, weil ich muss noch schnell mal zum Multiblock Goals. Also wie gesagt, das würde ich gerne machen. Hier gibt es jetzt zwei Arten, und zwar die, einmal die Art, muss leider selber machen. Und musst dir halt finden. Und was du halt nicht findest, magst du selber. Und wir machen halt natürlich selber. Also wir brauchen 162 Grout. Das heißt, ich brauche jetzt 123 Sand, 123 Gravel und sehr viel Clay. Darum sage ich ja, es war nicht schlecht, dass ich jetzt eine Eisenader gefunden habe. Jetzt brauche ich noch Stein. Nehmen gleich mal 20 Stück. So, wir machen gleich mal 4 Stück. So, hätte ich einen Maserator, könnte ich jetzt das Zeug verwenden, ne? Habe ich nicht. Noch nicht. Aber ich habe schon, wo ich unten war und Diamanten gemacht habe, habe ich einen exquisiten Diamond bekommen. Darum ist es so wichtig, dass ihr die Tinies weghaut. Weil die Tinies halt Pulver drin sein kann. Es kann normaler Diamant drin sein. Auf den habe ich gekauft. Habe ich einen Exquisiten bekommen. Exquisiter ist zwar auch super, weil man da draußen eine Diamond Lens machen kann. Beziehungsweise sogar drei mit einer Lace. Das Problem ist halt nur, ja, ich brauche keinen Block sozusagen schneiden. Kleine, aber feine Problem ist halt, ja. Man hat auch Diamanten, sind 4 Stück. Und dann nehme ich lieber die Diamanten dann. So, also ich habe jetzt das gemacht. Wo habe ich denn den Clay hin? Habe ich den noch draußen? Ist auch doch draußen. Jawohl, da ist er. So, kann ich dich auch so? Ah. Jetzt macht's halt noch mehr Sinn. Ja. Redstone zu finden. So, er ist auf jeden Fall fertig. Ja, und jetzt seht ihr, der zieht ganz schön raus. Ja, das ist der Kleine. Ich glaube, der hat einen 15er Puffer. Ja, jetzt sollen wir wieder nach oben wandern. Okay. Und dann habe ich jetzt noch einen. Das waren jetzt schon mal 4 normale Mortar, also Eisenmortar, was da drauf gegangen ist. Jetzt brauche ich noch mal. Habe ich das schon vorher gewusst, dass ich 5 brauche?
So, der hat eine Durability von 25.600. Ich brauche noch schnell meine Liste, weil da habe ich nämlich schon angefangen, mir was aufzuschreiben, und zwar Werkzeuge. Also 19.200 hat Bronze. Falls jemand auf die Idee kommt, sich Bronze zu machen, das ist bei GT nicht besser, nur bei Tinkers. Ich hätte es ja auch cooler gefunden, wenn man zuerst Kupfer abbaut, also sozusagen mit der sich eine Flintpicke baut, damit baust du dir Kupfer ab. Da draus baust du dir einen Kupferkopf. Dann kannst du den musst du drauf machen, dann kannst du Eisen abbauen. Mit Eisen baust du dir den Eisenkopf drauf. Dann kannst du Zinn abbauen. Mit Zinn machst du dann Bronze und hast den nächsten. Und nicht Eisen. Wobei, ja, nee, wobei, Schmatti, was rede ich? Greg? Nachdenken, denken, drücken, sprechen. Also zuerst gibt man Kupfer, dann kriegt man Zinn. Mit Zinn kann man Eisen abbauen und mit Eisen geht's dann weiter. So meine ich's. Genau. Und nicht andersrum. Ich glaube, dann Stahl ist dann der nächste. So, ist das Verhältnis 3-1 oder 4-1? Ich glaube 4-1. Ich muss das mal schnell testen. So, zack, zack, jawohl, ist 4-1. So, der war fast fertig. Heißt, wir haben ein bisschen Bronze wieder übrig. Ich brauche Clay. Ich glaube noch nicht, dass der reicht. 1682 hat er, glaube ich, gesagt, ne? Habe ich auf jeden Fall 80. Ja, aber es sind 82. Bin ich nicht gut? Rezept, glaube ich, schon zu oft gesehen, dass ich es vergessen könnte. So, das heißt, wir nehmen jetzt den Flint Mortar. Davon brauchen wir jetzt. Ach komm. Und die restlichen mache ich jetzt auch noch weg. Das will ich jetzt mit dem Ding aufheben. Okay, jetzt haben wir 84. Jetzt ist es dunkel. Und jetzt brauchen wir. Mist, wir brauchen 123 Sand und 123 Gravel. Der Gravel ist nicht das Problem, sondern der Sand. Das schaut leider aus wie Sand, ist aber Stained Clay. Also auf jeden Fall ist hier einiges an Sand. Dann hätte ich mal gesagt, dann graben wir denen doch mal den Sand ab. Ja, ich grab dir nicht das Wasser ab, sondern den Sand. Bin ich nicht nett? Total. Bin mal gespannt, wann ich einen Beschwerdebrief kriege. Ich will meinen Cauldron zurück. Welchen Cauldron? Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
Mein Höhlenmaler hat gesagt, ich bin vergesslich. Darum malt er mir alles auf. Davon habe ich nichts gelesen. So, das waren jetzt. Wow, ist hier richtig viel Sand hier. Aber muss ich so einiges abtragen. Was ich halt momentan beim Überlegen bin, ob ich jetzt hier halt zwei Arten von Feldern hinmache. Und, oder ob ich hier jetzt Bäume hinmache. Ich weiß es noch nicht. So, und jetzt brauche ich noch zwei Sticks Gravel. Wo laufe ich jetzt hin? Dann gehen wir mal dahin. Ha, 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 ha. Okay, also, das haben wir schon mal alles soweit fertig. Ich brauche Wasser, aber das heißt, ich muss auch noch mal zum Dungeon laufen. Dich mache ich auf jeden Fall wieder aus. Denn wir müssen von dem Dungeon uns ein paar Kleinigkeiten holen. Dass wir hier weiterkommen. Das machen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich genügend Bücher rauskriege. Für diejenigen, die sich gefragt haben, was will jetzt der dort? Bücher. Ich will zum Büchermarkt. Genau. Okay. So, das heißt jetzt, jetzt kommt der zweite Speedrun, sozusagen. Wir gehen Rubber Tree suchen. Wir gehen mal schnell zu einem Dungeon vorbei. Und wir versuchen Redstone zu finden, damit wir beim nächsten Mal weitermachen können. Fragen, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.